Das Leben, das kann so schön sein. Zum Beispiel hier im Waldcamp Geißenberg. Hier hast du absolute Ruhe, eine tolle Aussicht und du brauchst auf Luxus nicht verzichten. Denn hier hinter mir, in diesem Zelt, da gibt es Strom. Du hast auch ein richtiges Spülklosett auf Biobasis. Und wenn du jetzt wissen willst, ob das etwas für dich ist, ob das etwas für deinen Urlaub sein kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich wieder aus dem Buschkraftareal auf Waldurlaub.at. Ein neues Camp und ich mag dir zeigen, was das kann. Und vielleicht gemeinsam finden wir raus, ob das etwas für dich ist. In diesem Camp hier, Geißenberg Camp, das ist etwas höher gelegen. Ja, das ist schon auf Almregion. Wir sind hier relativ weit oben. Da ist nur mehr ein kleines Stück, da oben ist der höchste Punkt. Wir haben ein Zelt mit Strom, mit elektrischem Strom. Und zwar nicht von Solarzellen, sondern Netzstrom. Und hier haben wir ein Häuschen. Da gibt es ein richtiges Häuschen, also ein Spülklosett auf Biobasis und eine richtige Dusche mit Warmwasser. Dazu komme ich aber dann gleich. Warum dieses Camp? Was ist der Hintergrund? Schau, wir haben hier am Buschkraftareal eigentlich im Moment zwei so Extreme. Das eine, das ist ein Zelt im Irgendwo und du machst alles selber und auf der anderen Seite haben wir unser Waldcamp mit einer Hütte und allem drum und dran und schön und wunderbar. Und wir haben gemerkt, dass die Besucher teilweise auch so ein Mittelding suchen. Die sagen, schau, also ich mag es nicht ganz primitiv, aber ich brauche auch kein Haus, ich brauche keine Hütte. Ich will irgendwie so ein Zwischending. Ich möchte Clamping. Ja, nennen wir das jetzt mal so. Ja? Und genau das gibt es hier auf diesem Platz. Denn du hast ein richtiges Klo und eine richtige Dusche mit Warmwasser und du hast ein Zelt mit dazugehörigen Stromanschluss, eigentlich ihre. Zeige ich dir jetzt gleich. Und das ist einmal die Grundidee des Camps. Oh ja, da geht mir jetzt ein Licht auf. Und zwar im Zelt hast du, wie gesagt, 230 Volt Steckdosen zur Verfügung, mit denen du deine Verbraucher, was auch immer du halt so gerne dabei hast, betreiben kannst. Wir haben hier zwei Lampen im Zelt. Hier hinten steht eine und da steht eine hereingestellt. Das heißt, dass du auch wirklich Licht hast. Und das ist schon ein bisschen ein Vorteil. Vielleicht brauchst du es nicht, dann ist es okay. Aber ich weiß, es gibt so den einen oder die andere da draußen, die sagen, was? Ein Zelt mitten im Wald mit Strom. Oh, das muss ich haben. Und weil auch immer wieder die Frage kommt, rein ist das ein richtiges Zelt? Und kann man da drin stehen und kann man da drin gehen? Und wie viele Leute passen da rein? Und ist das wirklich ein richtiges Zelt? Also ich glaube, wir haben hier wirklich genügend Platz. Und es gibt ja so richtig auch für eine Gruppe genügend Möglichkeit, hier zu schlafen. Eine Dusche gefällig. Überhaupt kein Problem. Und das Beste ist, du kannst auch Warmwasser haben. Weil wir einen Stromanschluss haben, gibt es hier auch einen Warmwasserboiler. Ich finde, das ist wahrer Luxus. Ja, jetzt kommt der Punkt, wo wir über ein sehr sensibles Thema sprechen müssen. Und zwar über den Stuhlgang. Ich habe eine gute Nachricht. Es wäre kein Luxuscamp, kein Luxuscamp. Wenn es nicht eine richtige Toilette geben würde. Ich finde es jetzt hier im stillen Örtchen. Aber weißt du was, ich schalte das Licht ein, da brauche ich nicht so leise reden. Jetzt Spaß beiseite, also ich sitze jetzt hier auf einem richtigen WC, das man auch richtig benutzen kann. Ein richtiges Spülklosett auf Biobasis. Und hier, das ist ein Waschbecken, wo man sich dann nachher die Hände waschen kann. Und ober mir, da siehst du den Warmwasserboiler. Das heißt, das ist absoluter Luxus pur. Ja, eigentlich gibt es jetzt keine Ausrede mehr. Du hast Strom, du hast eine Dusche mit Warmwasser und du hast ein richtiges Klo. Also mit dem Dach über dem Kopf. Es gibt keine Ausrede mehr. Aber die Frage ist natürlich auch, für wen ist dieses Camp hier gedacht? Das hier ist der Platz, ja, den du zur Verfügung hast. Hier steht das Auto, du kannst direkt mit dem Auto hier anreisen, das heißt, du brauchst nichts herumschleppen. Aber wie du siehst, der Platz hier, der direkte Platz, der ist nicht so großräumig, wie wir das zum Beispiel im Bushcraft Camp haben. Das heißt, für größere Gruppen, die sich eher an Ort und Stelle aufhalten wollen und auf Luxus verzichten können, ist das René Rossmann Bushcraft Camp sicherlich die bessere Wahl. Aber für Familien mit Kindern, für Pärchen, hat das auf jeden Fall was. Wenn du auf Morgensonne stehst, so wie ich, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Die hast du hier. Das Zelt ist genau nach Osten ausgerichtet. Das heißt, du hast schöne Morgensonne und
Und das finde ich ganz besonders toll. Durch das Panorama hast du auch den Sonnenaufgang, du kannst den beobachten. Und wenn du jetzt sagst, so früh mag ich gar nicht aufstehen, dann würde ich dir empfehlen, wenn du magst, das ein einziges Mal in deinem Leben zu tun. Das kannst du hier, denn wenn so die Sonne hochkommt, wenn so die ersten Sonnenstrahlen auftauchen, wenn sich das Leben wieder regt, wenn die Dunkelheit weicht, und das sind so Momente, die vergisst man nicht, die bleiben. Momente der Ruhe, bedeutsame Momente, wenn ich das so sagen darf. Und das kann dir dieser Platz auf jeden Fall bieten. Es gibt auf diesem Platz noch ein kleines Extra. Du hast nämlich deinen eigenen Privatweg. Und damit meine ich nicht die Zufahrt mit dem Auto, die du auch hast, sondern ich meine einen eigenen Privatfußweg direkt drauf zur Alm. Und dort gibt es zwei Dinge. Einerseits die Almhütte, die du besuchen kannst. Da gibt es Verpflegung, eine Jause, Bier, Kaffee etc. Und du kannst auch im Almgebiet dir einerseits einmal den alten Baumbestand anschauen und kannst hier oben herum wandern und die Aussicht in alle Richtungen genießen, besonders ins Alpenvorland, ins Ötscherland. Ich sag's dir, der Platz wird mir immer sympathischer. Wir wären nicht im Rheinischen Buschkräfte-Areal, wenn es nicht auch einen Platz zum Buschkräften gäbe. Oder? Hier oben, da ist das Camp, da waren wir jetzt gerade mit dem Zelt und der Feuerstelle, die du natürlich auch benutzen darfst. Und hier etwas abgesetzt, ich bin jetzt runtergegangen, da befindet sich ein schöner, ebener Platz, den du zum Beispiel benutzen kannst, um eine Unterkunft zu bauen, um dein Survival Training zu machen. Auch dazu muss es natürlich einen Platz und die Möglichkeit geben. Ich meine, es ist ja grundsätzlich nicht notwendig, denn du hast ja fließend Wasser, sogar Warmwasser oben im Camp. Aber nur ein paar hundert Meter entfernt ist ein Highlight für Kinder. Und wenn du selber Kinder hast, so wie ich, dann weißt du, dass so ein Bach immer eine Attraktion ist. Und den gibt es hier unten. Dieses Bachel, wie man in Österreich sagt, ja, kann vielleicht im absoluten Hochsommer in einer Trockenperiode trocken sein. Das kann sein. Aber sonst fließt das Ding und da gibt es viel zu beobachten, viel auszuprobieren und viel zu spielen. Ja, das war jetzt unser Rundgang hier im Camp. Wenn du Luxus, sozusagen Luxus, mit elektrischem Strom, mit Warmwasser, mit einem Spülklosett auf Biobasis, mit einem Zelt verbinden willst, mit einem Aufenthalt in der Natur, wenn du Natur erleben willst, wenn du abschalten willst, wenn du die Einsamkeit fühlen willst, dann ist dieser Platz das Richtige für dich. Mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen. Wenn du buchen magst, schau auf unserer Webseite vorbei. Wir werden jetzt doch ein bisschen da bleiben, Fuchsi. Und mich würde es freuen, dich hier im Bushcraft Camp, im Bushcraft Areal, hier im Waldcamp Geißenberg begrüßen zu dürfen. Wenn du Fragen hast, stell sie sehr gerne. Daumen nach oben oder nach unten. Da gibt es das Video zu den anderen Camps und anderen Möglichkeiten hier in dem Buschkraftareal. Ich sage danke fürs Dabeisein und bis bald. Ciao.